So, bevor ich jetzt weiter spiele, werde ich erstmal noch meinen Spieler verstärken und Linie offensiv. Ich habe noch Trainer verfügbar. Erstmal so weiterbleiben, bis Ende mal zum Schluss. Defensiv mal etwas verbessern. Wenn Wolle etwas verbessern. Und die Offensive verbessern. Verstärken. Okay. Offensive verstärken. Offensive verstärken. Offensive verstärken. Defensive Vorhand, Offensive Goldtrainer, den Spielern wieder bleiben, Sören Wolle, nochmal Sören Wolle, Aufschlag schon bei 70, das ist gut, Offensive. Okay, der Rest muss anders verbessert werden. So. Aussah es gut, Aufschlag ist auch schon bei 75, Power bei 65. Ordentlicher Trainer muss her. Gold. Power verstärkt. Spinaufschläge. Druckvolle Aufschläge, größere mentale Stärke, das ist mehr Präzision. Aufschlag plus 5, Vorhand plus 5, Power plus 5. Aufschlag plus 7, Power plus 8. Ist gut. Dylan Cordero. Lass mal gucken nochmal. Was kann der? Druckvolles Grundlinienspiel. Das ist gut. Ich will so mit einem gut getimten Raum vielleicht zu kommen. Reflexe plus 3, Vorhand plus 10, Power plus 7, Tempo plus 5. Den nehmen wir. Rotieren, los geht's. So, dann geht's jetzt los. Gut, wir werden ja nichts mehr machen. Power habe ich jetzt 73, Reflexe 63. Meiner Turnier. Ja, dann spielen wir mal in Houston. Super Teil bringt sich die Art.
Ja, vielleicht wird das ja was. Also ich bin ja eigentlich so stark. Kann nur was werden. Die müsste ich ja alle locker fertig machen. So Runde spielen, ja, wenn man die Unterschiede sieht. Coole Sache. Dann müssen wir den hier ganz schnell fertig machen. Los, los, los. Boah, ich fange ja wieder mal super an. Ah, super Teil, da muss ich aufpassen. Oh. Also bei Super Tiebreak muss ich 7 Punkte mit 2 Punkten Abstand haben, glaube ich, das da. Nein! Ja. Sehr gut. Ah! Falsche Seite gedrückt. Also irgendwie stelle ich mich echt doof an. Ja, super gemacht, Mann. Ja, super Tiebreak, wann geht er? Vielleicht vorher doch nochmal lesen sollen. Yes. 8-3, Player 1. Ja, jetzt mache ich ihn doch, ne? Hab ich. Jetzt habe ich 10. 6 Matchbälle. Hatte sogar noch gekriegt. Ah. Ja, ein Matchball abgewehrt. Super gemacht hast du das. Jetzt. Sieg. Erste Runde weiter.
gespeichert. Nächste Runde jetzt spielen. Ach, das geht gleich weiter. Auf Lager 58. Ja, die müsste ich ja locker zu null fertig machen eigentlich. Welcome to West Side Drop, ladies and gentlemen, the players. So, los geht's. Komm, wir müssen schnell durchlaufen hier. Ja. Sehr gut. Nein. Ach, Mann. Gedrückt. Scheiße. Ja. 3, 2, Player 2. So, muss es doch gehen. 2, Player 2. Ah, Mann, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Cool. Player 2. Ja. 7-3. Noch 3 Punkte. Ah, zu früh gedrückt wieder. Mann. Player 2. Sehr gut, 8-4. Player 2. 9-4. 5 Matchbälle. Ja, dann verwandeln wir jetzt halt den Matchball. Oder auch nicht. Ach Mann. Bin ich so blöd oder tue ich nur so? Das kann doch nicht sein. Auf einmal wird er hier stärker. Gegner oder was? Jetzt. Sehr gut. Wie sehen die Trainerziele aus? Ich spiele 45 platzierte Schläge. 40, 45 und schlage 60 Winner mit Powerschlägen. Das dauert noch eine Weile. Gewinn 4 Matches, retourniere 30. Aufschläge mit gutem Timing. Das ist alles machbar. Das ist alles machbar. Ein Gegner nochmal ordentlich im Bonus. Das ist gut. Wenn ich die alle habe. Und dann spiele ich wieder online gegen andere.
So, nächste Runde jetzt spielen. Das Turnier ziehen wir gleich durch. Finale. Carlos Coelho. Ja. Der wird auch locker fertig gemacht, natürlich. From West Side Drive, welcome to the finals. So, dann mal los. Sehr gut. Player 2. Perfekt. 0, Player 2. Ja, jetzt kommen wir langsam rein mit dem Spieler hier. Sehr schön. Six, zero, player two. Nein, das ist der Fehler. Six, one, player two. Ja. 7-1. Vielleicht haben wir den Turnier gewonnen. Sieg. Turniersieg, sehr schön. Oh, ein Trainer zu erreichen, sehr gut. Zurück zum Turniermenü, dann schauen wir uns mal kurz hier an. Ja, damit habe ich jetzt schon ...2011, ja, etwas zurück. Zurück zum Karrierehauptmenü. 180 Punkte dazu, sehr gut. Fans und nun müsste der Februar kommen. Gut, die Karriere geht weiter mit dem Februar.